Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von Spiel am Wien. Ich bin's euer Patrick und die zwei Planeswalker-Decks sind in der Reihe. So wie immer zeige ich euch natürlich die Planeswalker-Decks. Wir haben zwar auch kurz darüber gesprochen im Unboxing, also im Spoiler-Alarm, im letzten Teil, haben wir die Rares und den Planeswalker selber sozusagen, also die Mythic hergezeigt. Aber es ist an der Zeit, euch alle zu zeigen, finde ich. Verpackt ist das so wie immer. Da muss ein bisschen vorsichtig sein, sonst ist die Karte gleich kaputt. Ausgezogen. Dann ist es, gibt es diese Papierpackung. Da ist die Elspeth drauf, da steht Elspeth. Und dann hat man das Deck und zwei Booster. Und ein Hey, bevor du loslegst. Elspeth, todesmutige Heldin. Okay, ein bisschen was über das Deck. Erstschlag, aufblitzend, fliegend funktioniert. Wahrscheinlich Fähigkeiten, die da drin vorkommen. Und eine Werb- und wie Planeswalker funktioniert, was ja auch nicht so blöd ist in diesem Einsteigerprodukt. Das ist ganz nett. Das ist eine gute Geschichte. Eben zwei Booster und das Deck. Beim Deck werde ich es jetzt eh so machen, dass ich es gleich auflege. Nicht da jemals reinkommen. Ja, da vielleicht. Oder auch nicht. Also wenn ich jemals reinkomme, dann mache ich es auch auf, versprochen. Ah, so rum. So. Dann hat man da vorne die Rares. Man hat eine Karte drin im Constellation Design. Und ja, das ist das Deck. Es sind zuerst ist ein bisschen durcheinander, es sind zum Schluss wieder Spells. Dann wie Blocken und Angreifen funktioniert, wie die Phasen des Zuges sind. Und ein Token, auf dessen Rückseite sich der Code für das Deck auf Arena befindet. Ich werde diese zwei Codes einfach unter dem Video verlosen. Sage ich jetzt gleich, unter allen Kommentaren werde ich einfach beide Codes auf einmal verlosen. Also wer kommentieren, wer das gewinnen will, einfach kommentieren, egal was. Außer er will die Codes nicht haben und noch irgendwas anderes, dann soll er wieder schreiben, braucht die Codes nicht und ich will nur das. Dann kriegst du sie natürlich nicht, das ist nicht unnötig, an jemand verlost wird, der es eh nicht möchte. So, ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut, lege das Deck auf, damit wir uns das anschauen können und dann darüber sprechen können, ob das sinnvoll ist, was das macht und ja, ob uns das gefällt. Das Elspeth-Deck, so, da ist sie. Also was mir sofort auffällt, ist, dass es, finde ich, also das sieht aus, wäre es konstanter gebaut als andere Planeswalker-Decks bis jetzt, ja. Mit 4-off, 3-off, 3-off, 4-off, 4-off, 3-3, also sind da die Karten echt öfter drin, sodass es halt mehr konstant sein wird wahrscheinlich, man sich mehr darauf verlassen kann, dass man gewisse Karten eher zieht, was ich sehr gut finde. Schauen wir uns mal das Deck selber an, man hat im 2-Mana-Drop die 3-1er-Katze, die, wenn sie stirbt, eine Karte aus dem gegnerischen Friedhof ins Exil schicken kann. Das ist natürlich offensichtlich gegen Escape. Man hat viermal den Sonnenlicht-Hoplit. Das ist ein 2-Mana-2-1. Und solange es dein Zug ist, hat er Erstschlag. Und solange du eine Elspeth-Planeswalker hast, ist er 3. Also geht er plus 1 plus 0, also ist 3-1. Der ist halt spezifisch nur in dem Elspeth-Deck drinnen. Dann hat man eben den Daxos, der Sonnengesegnete, der hat 2 Sterne sozusagen, der so groß ist wie du Hingabe zu Weiß hast und der, wo du immer auch ein Leben kriegst, wenn eine Kreatur stirbt oder ins Spiel kommt. Dazu dreimal den unbeugsamen Willen als Spell. Aufblitzen ist eine Aura, gibt eine Kreatur plus 1 plus 2, das ist ganz gut, das ist ein Combat-Trick mehr oder minder, der halt auch dann konstant bleibt, kannst halt auch fürs Blocken verwenden, fällt mir ganz gut. Dann zweimal die Phalanx-Taktik, auch ein Instant, also auch Flash, also das ist ein Instant, das hat Flash, ja. Da kriegt eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, plus 2 plus 1 bis zum Ende des Zugs und jede andere Kreatur, die du kontrollierst, kriegt plus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges, was natürlich schon ein netter aggressiver Pump-Effekt ist. Und ein Ein-Mana-Spell hat man auch, aber da man eine Kreatur braucht, wird man frühestens Turn 3 casten, ist Karametra Segen. Da kriegt eine Kreatur plus 2 plus 2 und falls die Kreatur eine verzauberte Kreatur ist oder verzaubert ist, also eine verzaubert heißt, wenn sowas drauf ist oder das wäre eine Verzauberungskreatur ist, dann wird sie auch fluchsicher bis zum Ende des Zuges und unzerstörbar. Was natürlich schon dann Banane ist. Ja, also das ist dann schon okay. You can't kill this. Finde ich ganz gut soweit. Das ist offensichtlich ein aggressives Package. 3-1er, 2-1er, der potenziell 3-1er wird, der ist halt
eher der defensive Mann, aber macht Leben. Das heißt, wenn man aggressiv sein kann und gegen geraced wird, bringt es halt noch ein bisschen was dazu. In einem 3-Mana-Slot hat man das Idol und die Inspiration. Der ist auch eben spezifisch für dieses Deck. Der ist ein 3-Mana-2-2, eben ein Verzauberungskreatur Geist. Und zu Beginn deines Kampfes in deinem Zug erhält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Ist natürlich auch nett. Kannst deinen 3-1er oder halt deinen 2-1er zu einem 4-1er machen, vielleicht mit der Elspeth sogar einen 5-1er. 5-1 First Strike, ich meine, 1 hinten ist natürlich erbärmlich, aber 5 First Strike Power ist natürlich schon eine Ansage, wo man schwer dagegen was blocken kann normalerweise. Also das ist schon nicht nett. Dann hat man im 3-Mana-Slot noch die Rare. Die eine, das ist die Taranika, die ikonische Veteranin, die ist eh ganz normal im Set drin. Die ist halt 3-Mana, 3-3 Wachsamkeit, das sind ganz solide Stats. Und immer, wenn die angreift, kann man eine andere Kreatur enttappen und bis zum Ende des Zuges wird diese Kreatur eine 4-4er und unzerstörbar, ja, also Basisangriff von Stärke 4-4 und erhält Unzerstörbarkeit, was auch schon sehr solide ist, ja. Vor allem dann halt mit den späteren Kreaturen finde ich das ganz interessant. Dann hat man als Removal im 3-Mana-Slot noch die angsteinflößende Apathie. Da vertaubt man eine Kreatur und sie kann nicht angreifen oder blocken. Das ist ein Pazifismus-Effekt. Ein bisschen teurer, dafür kann man es für 3 Mana die verzauberte Kreatur auch ins Exil schicken. Kann ganz wichtig sein, wenn die Kreatur irgendwelche Effekte hat, die er halt noch immer auslösen kann, dass man sie halt in Exil. Kostet natürlich 6 Mana, das ist wiederum teuer. Aber dafür kann er sie dann halt auch nicht escapen. Ja, ist auch ganz nett. Und man hat die Karte selber im Friedhof, was man sehen wird, was später wieder relevant ist. Dann hat man im 4-Mana-Slot 2x die Heldin der Winde. Das ist eine 1-4er fliegende Kreatur, die immer wenn sie Ziel von einem Zauberspruch wird, kriegt sie und alle anderen Kreaturen, oder? Erhalten Kreaturen, die genau, sie und alle anderen Kreaturen +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Ist natürlich ein netter Pumpeffekt. Spells, die targeten, sind eben diese 8 hier in Wirklichkeit, weil du wirst das nicht mit deiner Appetit antargeten, vor allem dann hat es irgendwie keinen Witz. Aber ja, das kann schon ein bisschen Synergie haben. Ansonsten ist ein 1-4er-Blocker ganz interessant. Ansonsten ist natürlich ein 1-4er-Angreifer, der dann zu einer 4-4er wird, ganz nett, nicht wahr? Weil du hast einen 4-4er-Angreifer in dem Turn, der unzerstörbar ist und nachher ist in deinem Zug hast wieder ein 1-4er-Blocker, weil er enttappt wurde. Das ist okay, oder? Dann im 4-Mana-Slot ist noch die Elspeths Anhängerin. Habe ich da ein bisschen weiter runtergeschoben. Sorry, kein Dank zu den Kreaturen. Ist eine 3-3-Kreatur und wenn die ins Spiel kommt, dann kannst du dir eine Elspeth aus dem Deck oder aus dem Friedhof raussuchen, also genau diese Elspeth nur, und auf die Hand nehmen und gegebenenfalls halt dein Deck mischen. Ja, ist ein typischer Tutor, ist in jedem Planeswalker-Deck drin, ist 4-Mana 3-3, ist jetzt nichts Aufregendes, aber okay. Was ich richtig gut finde, ist die Chimäre des Tagesanbruches. Für 5 Mana, also 2 weiße, 3 farblose, ein 3-3-Flieger. Aber er wird für jede Hingabe zu weit wieder um ein generisches Mana günstiger. Das heißt, kann 2 Mana kosten. Das heißt, du kannst Turn 1 den da spielen, Turn 2 den da spielen, Turn 3 den da spielen, dann spielst du Turn 4 die praktisch gratis. Ja? Also gratis spielst du für 2 schwarze Mana. Das heißt, du hast dann noch 2 Mana frei. Das ist natürlich dann super, wenn du für 2 Mana eine 3-3 Flieger spielst. Finde ich richtig gut. Ist halt primär in Limited eine wirklich, wirklich, wirklich gute Karte, da ist sicher eine der besten Commons in Weiß. Und es finde ich auch da eine coole Karte, um einfach aggressiv im Tempo zu bleiben. Dann hast du im 5-Mana-Slot noch die Elspeth selber, die todesmutige Heldin, die haben wir eh schon gezeigt, da gibt es jetzt auch in Deutsch. Kommt eben 3 weiße, 2 farblose, 5 Loyalitätsmarken, eine legendäre Planeswalker Elspeth. Für +2 legst du eine +1/+1 Marke auf bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl. Das ist ganz cool im aggressiven Deck. Eben den First Striker pumpen oder einen deiner Flieger pumpen. Für -2 kannst du deine Bibliothek nach dieser Karte durchsuchen und ins Spiel bringen, oder? Bringen sie ins Spiel, genau. Was auch okay ist, damit hast du praktisch einen Beschützer produziert. 2-1 natürlich ein eher erbärmlicher Beschützer, vor allem da das First Strike nur in deinem Turn ist. Ja, aber okay. Wenn du nicht jetzt dich verteidigen musst, hast du einfach einen weiteren Angreifer, den du nachher vielleicht eine +1/+1 Mark geben kannst, dann hast du einen 3-1er First Striker. Mit der Elspeth im Spiel ist er eine 3-2er. Mit der Elspeth ist er eine 4-2 First Striker.
das wiederum ganz solide. Und fürs minus 8 erhalten Kreaturen bis zum Ende des Zuges Flugfähigkeit und plus X, wo wirklich X deiner Hingabe zu weiß ist. Also bei ihr allein wäre das schon 3. Ja, und ich meine, du spielst das mono-weiße Deck, das heißt, wirst schon auf, keine Ahnung, 6, 7 kommen, und wenn es das plus 7 und Flying kriegt, dann wird das Game wahrscheinlich eh vorbei sein, wenn du überhaupt zu 8 kommen musst. Ja, ich meine, es geht relativ schnell, 2x plus, dann kannst du schon ultimaten, warum nicht? Die letzte Kreatur ist der Archon der fallenden Sterne, für 6 Mana eine 4-4 fliegend. Die ist insofern interessant, weil wenn die stirbt, dann kannst du dir eine Verzauberungskarte deiner Wahl aus deinem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Das heißt natürlich, du kannst, wenn du das mit dem Exile gemacht hast, ist das im Friedhof, kannst das wieder zurückholen. Das heißt, da kannst du eine Kreatur vom Gegner abstellen. Du kannst dir aber genauso den Geist zurückholen, weil das halt auch eine Verzauberung ist. Oder halt genauso deine Aura oder auch den Daxos. Ja, also da gibt es schon ein paar nette Synergien. Ich habe das in meinem Pre-List-Deck auch gehabt so und habe mit dem Archon halt meistens dann die Apathie zurückgeholt, einfach als weiteres Removal. Das ganze Deck spielt 25 Länder, was ich relativ viel empfinde, weil die Kurve geht natürlich bis 6 Mana, aber bis auf diese 3 Karten wirst du alles für spielst alles für 4 Mana oder darunter, weil das wirst du nie für 5 spielen, also kann natürlich passieren, aber sollte nicht. Und ja, und ich meine, wenn du das meiste spielst hier mit 1 bis 3 Mana ab, weil das sich jetzt eigentlich auch als 3 Mana Spell, ja, aber 25 Länder ist halt die sichere Variante, weil dann wirst du halt nie Mana Screw sein, dafür kann sein, dass du flutest. Dabei sind noch 2 Booster, die machen wir auch gleich auf. Schauen wir, was wir in den Booster hätten. Das ist. Haben wir noch einen Pegasus? Ja, der ist ganz. Der ist auch nicht schlecht. Ist vielleicht die Frage, ob der nicht der sogar besser ist als der. Ich meine, Lifelink ist jetzt kein Thema, aber 2-3 ist besser als 1-4. Weiß man nicht. Ist halt weniger defensiv, aber kann dafür ein bisschen zuhauen. Extends aberkennen ist sicher eine sehr wichtige Karte. Auf jeden Fall als Sideboard-Karte momentan, einfach weil es viele Verzauberungen gibt. Und dann haben wir noch Helios Eingreifen. Das ist eine Karte, die man auch als die bessere Existenz aberkennen, einfach weil du halt neben dem einen Artefakt und Verzauberung zerstören auch, also du kannst halt mehrere zerstören und oder halt auch Lebenspunkte einfach kriegen. Also es sind beide sehr solide Karten. Den Gold-Spielstein braucht man normalerweise nicht, außer man spielt dieses grüne Enchantment, also diese grüne Saga. Gut. Das war der erste Booster, also wir haben den zweiten Booster sozusagen, den ich im zweiten Deck. Da könnte man den vierten Segen spielen. Ist gut für die Heldin, aber sonst finde ich das nicht so wichtig. Die fünfte Karte brauche ich definitiv nicht. Den Bronzehautlöwen. Oh, und einen frommen Wandes. Also der ist zum Beispiel eher eine Überlegung wert, finde ich, weil dieses Constellation, ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt, so, der glitzert auch hübsch, ist so, dass du es auf einer Kreatur deiner Wahl geben kannst. Das heißt, wenn ich das trigger, ich meine, so viel Constellation hat man nicht, man hat da jetzt 3, 6, 7, 10, 10 Karten, die das triggern würden, das ist nicht viel, sage ich jetzt mal, aber okay. Und wenn du dann halt deinen 3-3 Flieger oder 4-4 Flieger zu einer 5-5 machst, ist das natürlich auch eine nette Ansage. Also das geht natürlich auch. Ansonsten ist es ein Early Drop, das ist auch nicht so schlecht. Bronzehautlöwen ist natürlich eine gute Karte, aber da müsstest du weiß grün splashen und das zahlt sich in dem Deck definitiv nicht aus für den Bronzehautlöwen. So, das war die Elspeth. Als nächstes breite ich für euch den Ashiok auf. Das erste, was man beim Ashiok-Deck sieht, das ist definitiv weniger straight, weil man einfach mehr One-Off und Two-Offs hat und nur eine Karte viermal. Ob es jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, ist Geschmackssache, was man auch relativ bald sieht, wenn man sich die Karten anschaut. Generell hat man bei dem Deck sicher mehr zu tun, unter Anführungszeichen. Also das andere ist halt ein relativ straightes Deck. Du legst deine Kreaturen, die überdurchschnittlich Power-Toughness haben im Normalfall und haust den Gegner zu Brei. Bei dem Deck, das hat schon ein bisschen mehr Play. Zur Mana-Base muss man sagen, man hat 11 Inseln und 12 Sümpfe, dazu 2 unbekannte Ufer, die praktisch ein bisschen das Mana fixen können. Man hat aber nur einmal Doppelschwarz in dem ganzen Deck, das heißt, im Normalfall sollte es eigentlich auch so ganz gut passen und das farblose Mana
kann ab und zu auch sogar ein Nachteil sein. Aber ja, man hat auch 25 Länder, also das ist dasselbe. Man hat auch 3 Ein-Mana-Drops-Spells, also die kann man halt wirklich auch Turn 2 oder 1 schon spielen, wenn man möchte. Da tappt man eine Kreatur vom Gegner und sie enttappt im nächsten Segment nicht. Das kann man noch befreien für 3 Mana und 3 Karten, also escapen, um das Ganze nochmal zu machen. Ist ein sehr guter Spell, ist halt ein Tempo-Spell in Wirklichkeit, beziehungsweise in dem Deck ist es, glaube ich, auch ein Spell, der einfach Zeit kauft. Dann hat man im 2-Mana-Slot bei den Spells, weil man dabei mal ein Removal, die Umklammerung des Sumpfes. Für 3 Mana macht seine Kreatur -3/-3, ist eine Verzauberung. Das heißt, wenn man Constellation-Synergien hat, ist das ganz gar nicht so uninteressant. Ansonsten ist es halt ein Sorcery-Removal. Und dann hat man als Instant noch 2x Blick in die Freiheit. Für 2 Mana zieht man eine Karte. Und für Befreiung 3 und 5 Karten kannst du das halt nochmal spielen. Da finde ich halt diese 5 Karten sehr, sehr teuer. Das habe ich hier schon öfter gesagt. Ansonsten werde ich die Karte sehr gut finden. Aber Befreien mit 5 Karten ist halt wirklich teuer. Dann Kreatur im 2-Mana-Slot hat man den Mystiker der Flutwellen. Der ist 2 Mana 2-1. Und immer wenn der Mystiker der Flutwellen Schaden zufügt, legt ein Spieler deiner Wahl entsprechend viele Karten oben von seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. 2 Schaden kann er machen im Normalfall, ist wahrscheinlich in dem Deck, machst du es auf dich selber, ja, weil wenn du diese ganzen Befreiungsspells, diese ganzen Escape-Spells spielen möchtest, brauchst du auch Karten im Friedhof, und wenn du eine Karte in den Friedhof bringst, die halt Escape hat, dann ist jetzt auch kein großer Verlust im Normalfall. Zum Beispiel dazu passt auch der Verschlinger der Erinnerungen, ein 2-1er auch für 2 Mana. Und immer wenn ein oder mehrere Karten aus deiner Bibliothek auf deinen Friedhof gelegt wird, erhält der Verschlinger der Erinnerungen 1/+1 bis zum Ende des Zuges und kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Ja? Und für 3 Mana legst du die oberste Karte deiner Bibliothek auf den Friedhof. Das heißt, für 3 Mana ist jeden Turn eine 2-1 unblockable. Eine 3-2 unblockable, Entschuldigung. Was schon auch eine echte Ansage ist, weil das kann allein einfach ein Game gewinnen. Ich lege halt den Turn 2, Turn 3 gerade vielleicht sogar noch so angreifen, und lege halt noch ein paar Kreaturen. Turn 4 habe ich halt immer 3 Mana gebunden. Aber wenn ich brav Länder lege, kann ich meine Spells halt unter, die halt nicht jetzt auf der Kurve sind, trotzdem weiterspielen und mache einfach konstant Pressure. Dafür hilft zum Beispiel auch Türmat im 2 Mana Drop. Der ist für auch eine 2-Stern-Kreatur mit Hingabe für Schwarz halt. Der kann halt sehr fett sein mit dem Hintern. Das heißt, der kann dann wahrscheinlich auch gut blocken. Ja, dass du für 2 Mana bis zu 2 Karten deiner Wahl seinen Friedhof ins Exil schicken kannst. Ist nett, gegen das weiße Deck macht es halt gar nichts, oder macht es glaube ich gar nichts, die haben gar nichts mit Escape. Gegen andere Decks ist es wahrscheinlich gar nichts irrelevant. Du kriegst aber auch einen Lebenspunkt dazu, also vielleicht ist das relevant, dass du halt dir Leben machen kannst einfach. Der Albtraumtaucher ist eine Karte, die halt nur in dem Deck ist, das ist die Ankommen, die nur in dem Planeswalker Deck ist. Das ist eine 3-Mana-1-4 und erhält +3/+0, solange du dich 10 oder mehr Karten in einem einzigen Friedhof befinden. Natürlich auch halt auf dich selber ausgelegt, du millst dich selber. Dann ist einfach fett. Ja, dann ist eine 4-4, das ist okay. Und der kann nicht geblockt werden, solange du einen Ashuk Planeswalker hast. Was natürlich auch gut ist, weil eine 4-4 unblockable ist dann schon eine echte Ansage. Das Unterweltstreitraus ist eine sehr solide Karte an und für sich. Ist ein 3-Mana 3-3, der kann selber nicht blocken, aber er kann sich befreien für 5 Mana und 3 andere Karten. Und dann kommt er sogar noch mit 2 Marken ins Spiel. Dann ist ein 5-5, die nicht blocken kann, aber noch immer eine gute Ansage. Sehr gute Limited-Karte auch, ist auch sicher gut in dem Deck. Dann hatten wir für 3 Mana die Elite-Ausbildnerin. Wenn die ins Spiel kommt, zieht man eine Karte und wirft dann eine Karte ab. Das ist okay, einerseits füllt man wieder seinen Friedhof, andererseits verbessert man die Kartenqualität. Dann hat man im 4 Mana Drop die Hirnbrecher-Harpier, das ist die Common, die nur in dem Deck sozusagen ist. Das ist eine 4 Mana 3-2 fliegend. Und zu Beginn des Kampfes in deinem Zug legt jeder Spieler die obersten 3 Karten seiner Bibliothek auf den Friedhof. Selbes Spiel wieder, du fütterst deine Sachen für die Escape, du fütterst auch beim Gegner die Sachen in den Friedhof, was vielleicht reicht, weil dann, wenn du ständig escapest, dann wird der, wirst du die 10 Karten nicht haben, aber wenn der Gegner genug hat, reicht's auch noch. Ansonsten bringst du vielleicht Sachen für Türmat in den Friedhof, ja, ist ganz gut. Ansonsten ist ein 3-2 fliegend auch nett. Dann hast du im 4-Mana-Slot noch die Farikas Ausgeburt, eine 3-4er, die Befreiung 6 hat und 3 Karten ins Exil schicken. Wenn sie befreit ist, kommt sie mit 2+1 Marken. Und wenn sie in die Weise ins Spiel kommt, dann muss der Gegner eine Nicht-Gorgor-Kreatur opfern, was auch sehr gut ist. Also eine Karte, gegen die ich auch im Smen Sealed Event gespielt habe und dort mich sehr genervt hat. Was ich jetzt übersehen habe, auch noch im 3-Mana-Bereich hat man noch einen Spell, eine Hexerei. Man zieht für 3 Mana 2 Karten
für die zwei Lebenspunkte und legt die obersten zwei Karten seiner Bibliothek auf den Friedhof. Selbes Thema. Du willst Karten im Friedhof haben für deine ganzen Befreiungskreaturen, schrägstrich Escape-Kreaturen. Dann die Rare, die hier im Deck ist, ist die Ashioks Vorbotin. Das ist eine 5-Mana-3-3 Flash, also Aufblitzen, und macht halt dasselbe wie die im Weiß auch. Du suchst dir diesen Ashiok Planeswalker aus Hand, Bibliothek oder aus Bibliothek oder Friedhof und bringst sie auf deine Hand. In dem Fall sogar noch relevant, dass du es auch aus Friedhof nimmst, weil wenn du es den selber mildest aus irgendeinem Grund, kriegst du ihn halt so auch wieder. Die Grabschänder Lamia ist die Rare, die andere in dem Deck. Die hat eben Lebensverknüpfung, ist für 5 Mana eine 4-4. Und immer wenn die ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Karte und legst sie auf deinen Friedhof und danach mischst du deine Bibliothek. Dann nehme ich die, lege mal die in Friedhof, die kostet dann 1 weniger zum Ausspielen, dann kann ich für 5 Mana den 5-6er Gorgon ausgraben, der dann halt auch dem Gegner eine Kreatur opfern lässt. Sehr, sehr solide Kombination, sage ich jetzt einmal. Und dann hat mit 5 Mana noch den endgültigen Tod. Einfach ein super Removal, ein Spontanzauber, der den Gegner eine Kreatur ins Exil schickt. Wird sicher eine genische Kreatur sein, weil Removal und so. Und dann hat man natürlich noch Ashiok selber. Ashiok, den Bildhauer der Angst. Für 6 Mana ein legendärer Planeswalker Ashiok, kommt mit 4 Loyalitätsmarken. Und mit +2 ziehst du eine Karte und jeder Spieler legt die obersten 2 Karten seiner Bibliothek auf den Friedhof. Eben wieder für dich auch. Die ganze Friedhofsthematik. Für -5 bringst du eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof unter deine Kontrolle ins Spiel. Ist natürlich auch super, wenn du zum Beispiel irgendwas millst, wie eben die Lamia oder zum Beispiel den Albtraumtaucher, die du halt gerne jetzt hättest, weil du hast eben 10 Karten oder du hast auch einen Ashiok, das heißt, der ist auf einmal 4-4, dann kannst du den auch so zurückholen. Und für -11 übernimmst du die Kontrolle über alle Kreaturen, die dein Gegner deine Wahl kontrolliert. Das -11 finde ich sehr teuer, ist natürlich auch ein sehr starker Effekt, ist aber, glaube ich, unnötig, wenn du das +2 ein paar Mal gemacht hast und vielleicht einmal -5, dann solltest du eigentlich eh schon gewonnen haben. Deck ist sehr solide, wie gesagt, es hat mehr Möglichkeiten, du hast Card Draw, du hast Removal, du hast ein bisschen Tempo-Play, schaut auch sehr gut aus. Ich bin gespannt, wie sich die Decks gegeneinander spielen. Wir werden sicher wieder auch ein Deck Wars machen, wird aber noch ein bisschen dauern, bis das kommt, weil wir müssen jetzt ein paar Deckchecks auch aufnehmen. So, dann schauen wir noch in die Booster rein. Was haben wir denn da für Schwarz-Blau? Das ist wieder noch. Ein endgültiger Tod ist ein super Removal, kann man wahrscheinlich auch das dritte reinquetschen. Ja. Was man dir vorausgibt, muss man sich überlegen. Vielleicht die Blick in die Freiheit, weil es halt für 2 Mana eine Karte ziehen ist halt okay, aber jetzt nicht umwerfend. Oder vielleicht auch eine der Kreaturen. Die würde ich nicht reingeben, sage ich ganz ehrlich. Constellation Trigger. Eine Verzauberung. 2, 3, 7, 8. Nein. Finde ich nicht gut genug. Und den Sturmherold. Oh, Sturmherold ist eine gute Karte, in das Deck passt halt gar nicht. Wald ist eine gute Karte, passt in das Deck auch gar nicht. Und die unerbittliche Verfolgung ist sehr hübsch, aber in Grün passt sie halt auch nicht. Dann schauen wir uns den zweiten Booster an. Noch ein Schlaf der Toten, das kann man sich echt überlegen. Beim weißen Deck, finde ich, kann man auch zum Beispiel Länderkarten. Und bei dem Deck Länderkarten kann, muss man sich schauen. Also so, wenn man Blick in die, also zum Beispiel, ich glaube, man kann ein Land für einen Blick in die Freiheit zum Beispiel karten, ja. Weil, wobei du, bei dem Deck ist gar nicht so schlecht, wenn du Länder millst auch, weil die halt gern für die Exile, als Karten Exiles, die da halt keinen Wert haben. Also, ja. Das ist auch eine gute Karte, so, by the way. Ich meine, es ist jetzt nicht getargetet, aber dafür, dass er was opfert, kannst halt die beste Verzauberung ihm wegkriegen, also wenn er nur einen hat. Oder halt eine Kreatur, die du halt irgendeinen Grund nicht targeten kannst. Das finde ich auch eine sehr gute Karte, die giftige Hohenbringung drin. Passt auch gut in das Deck, weil die halt 3 Karten in den Friedhof legt, hat Todesberührung, ist eine 3-3 für 4 Mana, ist okay. Könnte man sich zum Beispiel überlegen, ob er das statt der Elite-Ausbildung ein Spiel. Ich weiß, es macht die Kurve ein bisschen teurer. Und du verbesserst deine Handqualität nicht, aber du fütterst halt noch mehr deinen Friedhof. Man muss ein bisschen dann auch schauen, irgendwann, ob man sich nicht zu sehr mild selber. Ich meine, 60 oder halt, ja, 60 Karten in den Friedhof kriegen, dauert eher Weile, aber trotzdem, ja. Der ist nicht gut, weil du, also nicht gut genug, weil du zu wenig Constellation Trigger hast.
das passt auch nicht, die schmerzvolle Reue, finde ich eine super Sideboard-Karte. Kann man auch teilweise im Index spielen, einfach weil du halt immer einfach eine Karte wegnimmst. Ja. Die Geliebte, dass sie deine Constellation zu blau wird, einfach zu niedrig sein, dass sie die auszahlt, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, auch die Constellation zu schwarz ist jetzt nicht so aufregend, nicht wahr? Wobei schwarz ein bisschen mehr ist im Verhältnis zu blau, aber ja. Und Arastra, gute Karte, mag ich sehr gern eigentlich, aber passt halt gar nicht in das Deck, weil die falschen Farben. Jo, das waren beide Decks. Das waren die Booster dazu. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich ein Deck Wars machen, der Christopher und ich. Das wird aber noch ein bisschen dauern, also die kommende Woche wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich erst die Woche drauf kommt das Video. Die kommende Woche kommen dafür wahrscheinlich 2, wenn nicht sogar 3 Deck-Checks. Davon ist aber der erste ziemlich sicher noch ein Modern-Deck-Check. Gut, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit Theros jenseits des Todes oder Theros Beyond Death. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, könnt ihr die immer stellen. Und wenn ihr die Decks für Arena gewinnen wollt, dann solltet ihr uns so einen Kommentar und das Video machen. Natürlich liken ist immer sehr willkommen. Abonnieren, wenn ihr noch nicht habt. Ansonsten könnt ihr natürlich auf allen diesen sozialen Medien, Twitter, Instagram, Facebook, wie auch immer, erreichen. Und natürlich im Spiel am Wiener treffen. Ich danke nochmal fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Tag.